Warte kurz, Tim. Ich will bei diesem Fall mal was ausprobieren. Was möchtest du denn ausprobieren, liebes Pikachu? Die Fallnotizen. Die Herausgeber der Detektivjournals schwören darauf. Das Detektivjournal? Das ist doch das Magazin, das du immer liest, oder? Ganz genau. Die haben untersucht, wie man die Notizen, die bei Ermittlungen so anfallen, am effizienten organisiert. Und dabei sind sie auf die Fallnotizen gekommen. Das klingt interessant, wie funktioniert das? Öffne zuerst dein Notizbuch. Drücke den X-Knopf. Hui. Wie wurde das Juwel gestohlen? Das Juwel von Saint-Gilles Denis wurde offenbar entwendet. Aber wie hat der Täter es gestohlen? Suche am Tatort im ersten Stock nach Hinweisen. Zuerst sollen wir im Notizbuch alle wichtigen Fragen aufschreiben, die während unserer Ermittlungen aufkommen. Alle Zeugenaussagen und Beweismittel, die wir während unserer Ermittlungen gesammelt haben, fassen wir auf der Seite unten zusammen. Das gestohlene Juwel. Der Aura-Tropfen ist Mr. Dennis' kostbarstes Juwel. Es wurde von einem unbekannten Täter gestohlen. Nachdem wir genug Zeugenaussagen und Beweise gesammelt haben, steht die Option Schlussfolgerung ziehen zur Verfügung. Wenn du diese Option auswählst, können wir damit beginnen, die Antworten auf unsere Fragen zu erschließen. Im Moment haben wir noch nicht genügend Aussagen und Beweise, aber sobald es soweit ist, können wir unsere Schlussfolgerung ziehen. Am besten du probierst die Fallnotizen einfach mal aus. Also Tim, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen Zeugenaussagen und Beweise sammeln und herausfinden, wie das Juwel gestohlen wurde. Und unser erster Schritt sollte darin bestehen, den Tatort zu untersuchen. Gehört richtig, also auf ins Juwelenzimmer. Was macht der Y-Knopf? Der macht aktuell noch nichts. Was macht der Minus-Knopf? Der macht nichts. Was macht dieser Knopf? Macht nichts. Mit ZR kann ich schneller laufen. Das weiß ich schon. Was macht ZL? Ah, das macht das hier nochmal. Und L? L macht nichts. Okay. You know, Tim, we're really living the good life at our apartment. A huge mansion like this must be a pain to clean. Das ist wohl wahr. Seems like the residents of this mansion drink coffee frequently. I can tell by the aroma. Also wirklich, das ist ein kaffeesüchtiges Pikachu. Ich würde mal sagen, das ist das Juwelenzimmer, also gehe ich erstmal hier lang. Auch wenn wir gerade ein Verbrechen untersuchen, sollten wir doch die Privatsphäre der Bewohner respektieren. Wir sollten nicht einfach in Räume reinplatzen, die nicht mit dem Fall zu tun haben, Tim. Stimmt, wir sollten uns auf das Juwelenzimmer konzentrieren. Da war das 3DS-Spiel aber irgendwie offener. Dieser Raum ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Das ist das Juwelenzimmer, der Tatort. Eine Feder. Mehrere Federn. Was ist das? Sind das Federn eines Pokémon? Sieht so aus, sie sind über dem Boden verteilt und das Fenster ist offen. Vielleicht ist hier ein Pokémon hereingekommen und da hinausgegangen. Denkst du, das hat etwas mit dem Fall zu tun? Hm, schau mal. Eine dieser Federn ist dunkler als die anderen. Du hast recht, die anderen sechs haben ein helleres Blau. Hm, irgendwas daran stört mich. Die Vertellung nach zu urteilen, würdest du sagen, das Pokémon hat das Gebäude durchs Fenster betreten oder verlassen? Ich würde mal sagen, betreten oder verlassen. Mhm. Gehen wir erstmal zum Tatort. Das Juwelierzimmer wurde exakt so gelassen, wie es nach dem Vorfall vorgefunden wurde. Kommissar Holiday hat mir schon Bescheid gesagt. Bitte geh einfach durch. Danke. Das Juwelenzimmer. Da ist auch schon wieder so eine Feder. Hm.
Was ist Pikachu? Ich habe mir die Türen angesehen, aber da sind keine Spuren, dass jemand sie mit Gewalt geöffnet hat. Dann scheint es wahrscheinlich zu sein, dass der Dieb einen Schlüssel benutzt hat. Dennis zufolge ist das der Raum, in dem der Aurora-Tropfen aufbewahrt wurde. Sehen wir uns das mal genauer an. Ich möchte doch nur hier die Tür ansehen, Pikachu. Ein rotes Juwel. Ein lebhaftes Rot. Wie kochend heiße Lava. Es ist fast so hell, um es anzusehen. Kann ich mir nicht anschauen? Ein blaues Juwel. Seine Farbe ist tiefblau wie der Ozean. Es hat irgendwie etwas Magisches an sich. Was für ein wunderschönes Juwel. So klar und glitzernd. Es strahlt richtig. Ein grünes Juwel. Diese frische grüne Farbe erinnert mich an einen Wald. Sie wirkt beim Anschauen richtig beruhigend. Dieser Bereich ist etwas mehr durcheinander als der Rest. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Also dann, lass dir kein Detail entgehen, Tim. Mal sehen, wo fangen wir am besten an? Der untere Teil der Vitrine ist stabil am Boden befestigt. Ja, sieht nicht so aus, als wäre es möglich, den unteren Teil irgendwie zu bewegen. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir die Feder hier nicht gesehen. Das sieht aus wie ein Teil der Vitrine. Wenn man sich das so ansieht, denkst du, der obere Teil der Vitrine wurde irgendwie abgeschnitten? Ja, sieht ganz danach aus. Ein wirklich sauberer Schnitt. Dafür war eine extrem scharfe Klinge nötig. Ich glaube nicht, dass ein Mensch das geschafft hätte. Auf dem Boden liegt etwas Wolle. Sie sieht sehr fluffig und weich aus. Wolle im Juwelzimmer. Wie kommt denn die Wolle hierher? Tim, check it out! Looks good, huh? Disguises are a key part of detective work, you know. Yeah, whatever. Now quit goofing off and investigate. Ah. He clearly doesn't appreciate my art. Perhaps I need to give him a little more training. Eine blaue Feder. Denkst du, das Pokémon, das sie verloren hat, war in diesem Raum? Vielleicht gehört sie einem Pokémon aus dem Anwesen. Das schauen wir uns später genauer an. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, das können wir noch untersuchen. Das ist die einzige Vitrine, die beschädigt wurde. Das muss der Aurora-Tropfen drin gewesen sein. Die Kante sieht mir nach einem Schnitt mit einer Klingel aus. Was für eine Klingel könnte eine massive Juwelenvitrine so sauber zerschneiden? Haben wir sonst noch was? Das scheint alles gewesen zu sein. Sicher, dass du alles untersucht hast? Hey, Tim. Quit looking at my tail and start investigating anything that looks suspicious. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Hey, Tim. Quit looking at my tail and start investigating anything that looks suspicious. Ich hab mir doch alles hier angesehen, oder nicht? Das Schloss ist hier noch da. Die Vitrine ist noch immer verschlossen. Wie Dennis es gesagt hat, das Juwel in dieser Vitrine war sicher eingeschlossen. Und der Schlüssel zur Vitrine ist
ein anderer als der zur Tür des Juwelenzimmers. Ich frage mich, wer dann den Schlüssel hat. Ich sehe sonst nichts mehr, was sich zu untersuchen lohnen würde. Okay, let's start deducing. Öffne deine Fallnotizen und ziehe deine Schlussfolgerungen. Aber Pikachu möchte was wissen. Wir haben alles, um die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Lösen wir dieses Rätsel, Tim. Okay. Du hast inzwischen bestimmt herausgefunden, wie der Täter das Juwel gestohlen hat, oder? Also gut, wähle in dein Notizbuch nun die Option Schlussfolgerung ziehen. Wie wurde das Juwel gestohlen? Wir können jetzt verschiedene Theorien aufstellen. Welcher ist deiner Meinung nach richtig? Der Täter hat das Juwel noch gar nicht gestohlen. Vielleicht hat der Täter den Aurora-Trumpf noch gar nicht aus dem Juwelenzimmer entfernt. Stattdessen könnte der Täter ihn in der Wolle versteckt haben, die überall im Zimmer verteilt liegt. Der Täter hat die Vitrine aufgeschlossen und das Juwel gestohlen. Der Täter hat möglicherweise einen Schlüssel benutzt, um die Vitrine aufzuschließen und so den Aurora-Tropfen zu stehlen. Der Täter hat die Vitrine aufgeschnitten und das Juwel gestohlen. Der Täter hat auf irgendeine Weise die Vitrine aufgeschnitten, um den Aurora-Tropfen zu stehlen. Das ist folglich die richtige Antwort. Okay. Was wir am Tatort gesehen haben, lässt darauf schließen, dass die Vitrine aufgeschnitten wurde. Danach wurde der Aurora-Tropfen daraus entfernt und irgendwo hingebracht. Stimmt, die Tatsache, dass die Vitrine noch abgeschlossen war, unterstützt diese Theorie. Wir müssen nur noch weitere Ermittlungen anstellen, um herauszubekommen, auf welche Weise die Vitrine aufgeschnitten wurde. Aber zumindest wissen wir jetzt, wie der Dieb an den Aurora-Tropfen gelangt ist. Ja, der erste Schritt ist getan. Okay. Hast du verstanden, wie das mit dem Notizbuch und den Fallnotizen funktioniert? Yep, sobald ich Beweise gesammelt habe, kann ich anfangen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das kannst du tun, wann immer dir den Sinn danach steht. Nachdem wir den Tatort untersucht haben, wissen wir jetzt, wie das Verbrechen durchgeführt wurde. Wir wissen sicher, dass der Täter die Vitrine aufgeschnitten und das Juwel herausgenommen hat. Aber eine Sache ist merkwürdig. Ach ja? Ja, überleg mal, Tim. Kommt dir an der Art, wie das Verbrechen verübt wurde, nicht etwas merkwürdig vor, meinte ich? Das Glas wurde zerschnitten, aber die Tür ist unversehrt. Die Tür zum Juwelenzimmer wurde mit einem Schlüssel geöffnet, aber die Vitrine war noch verschlossen, als sie aufgeschnitten wurde. Stimmt, das bedeutet also, der Dieb hatte nur einen der Schlüssel, den zum Juwelenzimmer. Den zur Vitrine hatte er nicht. Mr. Dennis zufolge haben nur er und Bornes Zugang zum Juwelenzimmer. Ich kann verstehen, warum die Polizei Bornes verdächtigt, aber ich bin mir da nicht sicher. Natürlich wäre es das Beste, wenn wir selbst mit Bornes reden könnten, aber im Moment wird er noch befragt. Wir müssen Mr. Dennis über den Schloss an der Vitrine sprechen. Genau, wenn wir hier fertig sind, sollten wir ihn darauf ansprechen. Wie geht es mit den Ermittlungen voran, Tim? Oh, Mr. Dennis. Verzeihung, ich konnte nicht nur einfach herumstehen und warten. Hast du etwas herausgefunden? Es scheint so, als hätte der Täter das Juwelenzimmer mit einem Schlüssel betreten. Wir vermuten, dass er dann die Vitrine aufgeschnitten und den Aurora-Tropfen an sich genommen hat. Aha, ich nehme an, das wird Bornes nicht viel helfen, nachdem er ja Zugang zum Schlüssel hat. Ich habe eine Frage, Mr. Dennis. Wer hat denn den Schlüssel zur Vitrine? Ich habe ihn hier. Den Schlüssel zur Vitrine trage ich immer bei mir. Ich kenne Bornes schon sehr lange, aber diesen Schlüssel gebe ich ihm trotzdem nicht. Die Sicherheit der Vitrine ist meine persönliche Verantwortung. Alles klar, also haben sowohl Barnes als auch Dennis Zugriff auf den Schlüssel zum Juwelenzimmer. Aber nur Mr. Dennis hat Zugriff auf den Schlüssel zur Vitrine. Das ist eine wichtige Information, Mr. Dennis. Vielen Dank. Wirklich? Ich dachte, ich störe vielleicht nur, aber es freut mich zu hören, dass ich helfen konnte. Der Aurora-Tropfen soll ein Symbol der Wiedergeburt für Ram City werden. Halte mich auf den Laufenden, Tim. Ein Symbol der Wiedergeburt? Das können wir Dennis später fragen.
Ist Bornes der Täter? Die Polizei vermutet, dass Brandon Bornes der Täter ist. Befrage die Menschen und Pokémon im Anwesen. Der Dieb hatte die Vitrine aufgeschnitten, um an das Juwel zu gelangen, hatte aber den Schlüssel, um die Tür zum Juwelenzimmer zu öffnen. Und die einzige Person, die Zugang zu diesem Schlüssel haben, sind Dennis und Bornes. Daher leuchtet es ein, dass die Polizei Bornes verdächtigt. Das heißt aber auch, wäre der Schlüssel zum Juwelenzimmer gar nicht erst benutzt worden, wäre der Verdacht niemals auf Bornes gefallen. Wieso hätte er das tun sollen, wenn er doch gewusst haben muss, dass er sich dadurch verdächtig machen würde? Vielleicht hat er einfach nicht so weit gedacht. So oder so, die Hinweise am Tatort reichen noch nicht aus, um irgendetwas mit Gewissheit sagen zu können. Wir müssen mit Bornes und den anderen Personen im Anwesen sprechen und uns genau anhören, was sie zu sagen haben. Vergiss auch die Pokémon nicht, ich dolmetsche für dich, wenn wir mit ihnen sprechen. Alles klar, vielen Dank, Pikachu. Damit stehen unsere nächsten Schritte fest. Beginnen wir mit der Befragung. Na, kann man keine Schlussfolgerung ziehen. Du sagst nichts Neues, okay. Sagst du was Neues? Es bleibt auch so, wie es ist. Dann gehen wir doch wieder zurück in den Erdgeschoss. Vielleicht reden wir mal mit Vulcano. Oh, Leute. Vulcano. Das ist das Partner-Pokémon von Dennis, Vulcano. Sieht nicht sehr glücklich aus. Vulcano. Es fühlt sich anscheinend verantwortlich. Kein Wunder, dass es so niedergeschlagen wird. Vielleicht sollten wir es eine Weile ruhen lassen. Frag mich alles, was du wissen möchtest. Symbol der Wiedergeburt. Was macht den Aurora-Tropfen zu einem Symbol der Wiedergeburt? Vor 2 Jahren, während des Vorfalls mit R, hat mein Juweliergeschäft erheblichen Schaden erlitten. Moment. Sie sind Opfer von R? Ja, einige Pokémon, die R ausgesetzt wurden, sind durchgedreht. Sie haben mein Geschäft zerstört, ganz zu schweigen vom Schaden an meinen Juwelen und anderen Waren. Zu dieser Zeit befand sich der Aurora-Tropfen bereits in meinem Besitz. Ich hatte ihn sicher im Laden verwahrt. Wurde der Aurora-Tropfen auch beschädigt? Nein, tatsächlich nicht. Vor all den Juwelen in meinem Laden blieb der Aurora-Tropfen als einziges unversehrt. Die Trümmer sind so perfekt angeordnet um den Aurora-Tropfen gestürzt, dass man fast sagen könnte, etwas hätte ihn beschützt. Unglaublich. Anscheinend gibt es doch so etwas wie Magie. Ene mene mai, fliege los, Pikachu, XX. So wurde der Aurora-Tropfen bekannt als das Juwel, der er überstanden hat. Die Leute fingen an, in den Laden zu kommen, nur um ihn zu sehen. Und dank all dieser Aufmerksamkeit kam mein Geschäft wieder auf die Beine. Das klingt wertvoll, in mehr als einer Hinsicht. Warum bewahren Sie ein so kostbares Juwel hier in Ihrem Anwesen auf, statt in Ihrem Laden? Weil ich mich entschieden habe, es Ram City zu stiften. Den Aurora-Tropfen? Aber warum wollen Sie etwas für Sie so Wertvolles hergeben? Der Aurora-Tropfen ist nicht nur für mich wertvoll. Und genau deswegen will ich ihn stiften. Bürgermeister Maris hat mit dem Pokémon Freundschaftswoche seinen Teil für die Verbesserung unserer Stadt beigetragen. Ich will dabei helfen. Also wollte ich das Juwel, das er überstanden hat, als Symbol der Wiedergeburt von Rhyme City stiften. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht nur mein Geschäft, sondern die ganze Stadt beleben kann. Wow, Dennis, ich bin beeindruckt. Eine wundervolle Geste. Freut mich, dass du das so siehst. Nicht alle sind begeistert von der Idee. Oh? Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ich sollte dich mit meinen persönlichen Angelegenheiten belästigen. Ich hoffe, dass du den Aurora-Tropfen so schnell wie möglich findest. Aber natürlich, wir tun, was in unserer Macht steht. Okay, also derjenige, der den Juwel gestohlen hat, ist höchstwahrscheinlich auch nicht erfreut, dass dementsprechend es gestiftet werden soll. Das ist schon mal ein Motiv. Hier sind noch ein paar Goldschmiedewerkzeuge. Vielleicht benutzt Mr. Dennis diesen Raum auch als Arbeitszimmer. Das ist Tee für Besucher. Ich bevorzuge ja Kaffee. Hm.
Pixie, immer ein Ohr an den Geschehnissen in der Dennis-Residenz. Pixie. Oh, ein Pixie, anscheinend das Partner-Pokémon von Mr. Dennis. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Pixie. Boah, was soll das denn? Kein Grund, so unhöflich zu sein. Was ist los? Es scheint uns ziemlich verdächtig zu finden. Vielleicht ist es nach dem Vorfall hier etwas empfindlich. Yes? You certainly don't look like you're with the police. State your business. Claudia Dennis, Ehefrau von Sanjeev Dennis. Wir sind Detektive. Mr. Dennis hat uns gebeten, den Vorfall, der sich hier ereignet hat, zu untersuchen. Detektive? Oh, ich glaube, mein Mann hat so etwas in der Tat erwähnt. Ihr Mann, das heißt, Sie sind... Claudia Dennis, die Frau von Sanjeev Dennis. Es tut mir leid, Sie zu stören, aber dürfen wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Das würde mich allerdings stören. Ich muss euch bitten zu gehen, der Fall ist bereits gelöst. Was meinen Sie? Die Polizei sagt, Borne steckt hinter allem. Also ist die Sache doch klar. Wir haben schon gehört, dass er unter Verdacht steht, ja. Aber wir können nicht sicher sein, dass Borne der Täter ist. Du klingst genau wie mein Mann. Aber nichts, was du sagst, ändert die Tatsache, dass Borne der Täter ist. Piccolente, der Partner von Borne, hat etwas im Schilde geführt. Ich habe es selbst gesehen. Haben Sie das Verbrechen mit angesehen? Ist Piccolente, der Partner von Borne, in die Tat verwickelt? Du siehst aus, als würdest du mir nicht glauben. Excuse me. Haben Sie das Verbrechen wirklich mit angesehen? Naja, nicht ganz genau. Wie? Aber ich habe unwiderlegbare Beweise gesehen. Was genau haben Sie denn gesehen? Während des Vorfalls saß ich bei einer Tasse Tee in meinem Zimmer im ersten Stock. Da ist mir ein Vogel-Pokémon aufgefallen, das am Fenster vorbeiflog. Ein Vogel-Pokémon? Ja, ich habe eindeutig ein blaues Vogel-Pokémon gesehen. Es muss Piccolente gewesen sein. Wir haben am Fenster und im Juwelierzimmer blaue Federn gefunden. Waren das also Federn von Piccolente? Im Rückblick betrachtet hat es ganz offensichtlich das Juwel gestohlen. Ich habe auch kurz zuvor ein leises Geräusch gehört. Es hat irgendwie metallisch geklungen. Metallisch? Wissen Sie, was dieses Geräusch verursacht haben könnte? Nein, das weiß ich nicht, aber das Juwelierzimmer wurde auf den Kopf gestellt, oder? Ich nehme an, dabei hat es etwas zerbrochen. Und ich habe gehört, dass Federn von Piccolente im Juwelierzimmer gefunden worden sind. Ist das nicht beweis genug, dass Borne der Täter ist? Sie ist von ihrer kleinen Theorie ganz schön überzeugt. Aber es hängt alles an diesem metallischen Geräusch und daran, dass ein blaues Vogel-Pokémon weggeflogen ist. Nicht gerade hier und stichfest. Ja. Tut mir leid, Mr. Dennis, aber diese Informationen alleine sind kein genügender Beweis, dass Borne der Täter ist. Da beeil dich und finde heraus, wer es wirklich war und bring das Juwel zurück. Hat dich mein Mann nicht dafür engagiert? Ich verstehe, dass sie aufgebracht ist, aber das muss sie nicht an uns überlassen. Excuse me. Mr. Dennis scheint recht überzeugt davon, dass Borne unschuldig ist. Oh ja, da bin ich mir sicher, ist einfach nur vertrauensselig. Besonders was Borne angeht. Vertrauen die beiden einander so sehr? Mir wurde gesagt, dass Borne schon sehr lange hier arbeitet. Sogar viel länger, als ich Sanjeev kenne. Ich vermute, deswegen steckt sich Borne auch immer auf die Seite meines Mannes. Was meinen Sie damit? Immer wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, steht Borne unausweichlich auf Seiten meines Mannes. Suspicious. Ist da jemand eifersüchtig? Obwohl ich mir sicher bin, dass er sich für unparteiisch hält. Dieser Mangel an Selbsterkenntnis ist nur ein weiteres seiner zahlreichen Defizite. Ich habe das Gefühl, dass Claudia nicht gerade ein Fan von Borne ist. Denkst du, sie ist sich deswegen so sicher, dass er der Dieb ist? Excuse me. Können Sie mir mehr über Piccolente erzählen? Piccolente ist der Partner von Borne. Es ist absolut fanat in ihn und immer an seiner Seite. Sie hatten erwähnt, dass es irgendwie in die Tat verwickelt sein könnte. Wäre Piccolente dazu in der Lage? Ja, es hilft Borne sogar bei seinen Besorgungen. Es wäre sicher in der Lage, sich mit einem Juwel davon zu machen. Ob Piccolente nun das Juwel gestohlen hat oder nicht. Es ist auf jeden Fall klar, dass es Borne wirklich sehr mag. Der Aurora-Tropfen, was können Sie mir dazu sagen? Yes. Der Aurora-Tropfen ist ein unglaublich kostbares Juwel. Mr. Dennis hat mir dasselbe gesagt. Aber verstehst du es auch wirklich? Kannst du überhaupt erfassen, wie wertvoll es ist?
Ich habe es doch gewusst. Sieh sich einer dieser verständnislosen Blicke an. Hey, so sehe ich immer aus. Ich bin mir nicht mal sicher, dass mein Mann den wahren Wert dieses Juwels versteht. Warum sollte er etwas so Kostbares einfach Ram City stiften? Also die Frau macht sich gerade sehr verdächtig. Welche Anschuldigungen direkt? Ohne richtig handfeste Beweise, dann eskaliert die hier so. Ich denke mal, sie ist die Täterin. Also sie ist einer meiner Verdächtigen. Also sind Sie gegen die Stiftung des Aurora-Tropfens? Aber natürlich, Schätze wie dieser sollten nicht in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sie sollten nur einigen wenigen zur Betrachtung mit der gebotenen Kontenance zugänglich gemacht werden. Von Kontenance sehe ich hier aber nicht viel. Hello there, Detective Tim. Oh, I mean, Detective Goodman? Larry Turner, seit kurzem in der Dennis-Resistenz angestellt. Moment, ihr seid die Detektive, nicht wahr? Mr. Dennis hat das zumindest gesagt. Ich bin... Moment, das ist nicht formell genug. Tut mir leid, mein Name ist Larry Turner und ich gehöre zu den Angestellten des Hauses. Ein Angestellter des Hauses, was? Er wirkt etwas überfordert. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ich meine, bitte lass es mich wissen, wenn ich etwas... Sie müssen nicht so förmlich sein. Danke, da bin ich echt erleichtert. Ich arbeite hier schon eine Weile, aber es ist immer noch schwierig für mich, mich gewählt auszudrücken. Oha, ist das ein Problem? Naja, zu meinem Glück kümmert sich Bornes um die wichtigen Gäste. Ich dagegen kümmere mich hauptsächlich um die Pokémon sowie das Haus und den Garten. Und das ist auch gar kein Problem. Ich weiß ja nicht, er klingt mir nicht so, als wäre er seinen Aufgaben gewachsen. Aber du wolltest mich was fragen, was passiert ist, ja? Ich meine, ich habe der Polizei schon alles gesagt. Tut mir leid, noch mehr ihre Zeit in Anspruch zu nehmen. Oh nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Das sollte kein Beschwerde sein. Ich erinnere mich nur einfach nicht so genau. Irgendetwas hat mich aus dem Nichts angegriffen und dann wurde alles schwarz. Irgendetwas? Also war es nicht der Dieb, der ihn attackiert hat? Können Sie uns bitte mehr darüber erzählen, Mr. Turner? Aber natürlich, kein Problem. Das Verbrechen. Warte, ich muss mein Mikrofon kurz neu ausrichten. Das hat sich ein bisschen verschoben. So. Jetzt soll es passen. Gut, wo fange ich an? Ich habe heute wie immer meine Arbeit erledigt. Also den Pokémon Essen gemacht, ein bisschen am Wesen geputzt, solche Sachen eben. Ich muss wohl gerade im Garten aufgeräumt haben, als es passiert ist. Ich habe Picolente aus einem Fenster im ersten Stock fliegen sehen. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, wo es hin will. Normalerweise benutzt Picolente nämlich einfach die Tür. Das kam mir komisch vor, also bin ich nach oben gegangen, um nachzuschauen. Und da habe ich gesehen, dass die Tür zum Juwelenzimmer weit offen stand. Aber damit nicht genug, als ich im Zimmer nach dem Rechten sehen wollte, hat mich ein Pokémon mit einem Schlag angegriffen. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich auf dem Sofa liege und jemand meine Verletzungen behandelt. Ein Pokémon hat sie mit einem Schlag angegriffen? Ja, ich glaube, ganz kurz etwas kleines Rotes gesehen zu haben. Von der Größe her würde ich sagen, es war unmöglich ein Mensch, also tippe ich auf ein Pokémon. Ein rotes Pokémon. Wissen Sie, was für eines? Ich bin mir wirklich nicht sicher, es ging alles so schnell. Ich verstehe, es tut mir leid, dass Ihnen das passiert ist. Aber ich bin froh, dass Sie nicht ernsthaft verletzt worden sind. Das hat der Arzt auch gesagt. Kein Pokémon würde den Aurora-Tropfen stehlen wollen. Es ist möglich, dass der Täter sein Partner-Pokémon ausgetragen hat, das Juwel zu stehlen und Turner K.O. zu schlagen. Also Tim, was denkst du, nachdem du Turners Geschichte gehört hast? Wir müssen das Picolente finden, das aus dem Fenster geflogen ist und das rote Pokémon auch. Yep, ganz genau. Der Täter. Eine Sekunde, einen Schluck trinken. Immer schön genug trinken. Haben Sie irgendwas anderes gesehen, als das Pokémon Sie angegriffen hat? Der Dieb, der das Pokémon eingesetzt hat, war vermutlich ganz in der Nähe. Das war leider alles. Fallen Ihnen noch irgendwelche Details ein, die uns einen Hinweis auf den Täter geben könnten? Nein, nichts.
Ich meine, Mr. Dennis ist so nett. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der etwas gegen ihn hat. Und ich war total überrascht, als ich erfahren habe, dass Bornes verdächtigt wird. Sie denken nicht, dass Bornes der Täter ist? Die Polizei wird sicher einen Grund dafür haben, ihn zu verdächtigen. Aber ich kann es ehrlich nicht glauben. Bornes zeigt mir, wie hier alles abläuft. Er ist ein toller Kollege mit super viel Erfahrung. Wenn man Bornes von dieser Sache kannte, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass er ein Dieb sein könnte. Excuse me. Was wissen Sie über das gestohlene Juwel? Den Aurora-Tropfen? Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Er war im Juwelenzimmer weggeschlossen, seit er ins Haus gebracht wurde. Natürlich ist er wertvoll und so. Daher rühren wohl auch die Streitigkeiten zwischen Mr. und Mrs. Dennis in letzter Zeit. Was für Streitigkeiten? Nun, falls du es noch nicht weißt, Mr. Dennis hat vor, den Aurora-Tropfen zu stiften. Mrs. Dennis scheint damit nicht einverstanden zu sein. Sie streiten sich fast jeden Abend deswegen. Jeden Abend? Das muss ein heikles Thema sein. Ich denke, Mrs. Dennis möchte einen so wertvollen Juwel nicht einfach herausgeben. Der Aurora-Tropfen hat also nur einen Kluft zwischen den beiden geführt, was? Gut, Mr. Bornes, bitte verlassen Sie bis auf Weiteres nicht das Anwesen. Verstanden. Hier klingt so, als hätte die Polizei ihre Befragung von Bornes beendet. Reden wir mal mit ihm. Dann los. Brandon Barnes, Butler in der Dennis-Residenz. Wie konnte es nur so weit kommen? Warum wirke ich für die Polizei so verdächtig? Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Barnes? Und wer bist du? Ich bin Detektiv Tim Goodman. Mr. Dennis hat mich beauftragt, das hier begangene Verbrechen zu untersuchen. Wirklich? Oh, Verzeihung, ich bin Brandon Barnes. Ich bin hier in der Dennis-Residenz als Butler tätig. Wäre es in Ordnung, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Mir ist klar, dass Sie nach der Befragung durch die Polizei erschöpft sein müssen. Mach dir keine Gedanken deswegen. Wenn Mr. Dennis dich engagiert hat, dann ist es meine Pflicht, vollumfänglich mit dir zu kooperieren. Danke. Worüber möchtest du mit mir sprechen? Zur Zeit des Vorfalls. Yes. Ich war während des Vorfalls nicht im Haus. Erst als ich nach meinem Botengang ins Haus zurückgekehrt bin, habe ich bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe Turn am ersten Stock schreien gehört. Als ich nach oben eilte, fand ich ihn auf dem Boden vor dem Juwelenzimmer. Das bedeutet also, Barnes war der erste Zeuge am Tatort. Konnten Sie den Dieb oder seinen Partner Pokémon sehen? Nein. Warte mal, wenn Barnes die Treppen hochgerannt ist, hätte der Dieb doch genau in die Arme laufen müssen. Wenn er niemanden gesehen hat, wie ist der Täter dann aus dem ersten Stock entkommen? Haben Sie das Juwelenzimmer überprüft? Ja, die Tür war bereits offen. Und als ich das Zimmer blickte, konnte ich sehen, dass der Aurora-Tropfen verschwunden war. Ich habe dann sogleich Mr. Donis und die Polizei verständigt. Gibt es jemanden, der Ihren Aufenthaltsort zu dieser Zeitpunkt bestätigen kann? Leider nicht. Erst danach ist Mrs. Dennis aus ihrem Zimmer gekommen, um nachzusehen, was der ganze Aufruhr zu bedeuten hat. Ansonsten waren nur Vulkane und Pixie im Haus. Natürlich können Pokémon keine Zeugenaussagen machen, also habe ich kein Alibi, fürchte ich. Und da kommen wir ins Spiel. Vielleicht wissen die Pokémon am Wesen mehr. Mr. Bornes, haben Sie irgendeine Ahnung, wer der Dieb gewesen sein könnte? Leider überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass Mr. Dennis und ich die Einzigen sind, die Zugang zum Schlüssel des Juwelenzimmers haben. Und höchstwahrscheinlich auch Mrs. Dennis. Vulcano hütet den Schlüssel mit steter Wachsamkeit. Jemand anderes dürfte meiner Meinung nach große Schwierigkeiten haben, an den Schlüssel zu gelangen. Es sei denn, es ist Mrs. Dennis. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass die Polizei mich als Verdächtigen sieht. Aber ich würde so etwas Dummes niemals tun. Wenigstens haben wir jetzt die Bestätigung, dass nur die beiden Zugang zum Schlüssel haben. Yes. Picolente ist mein mir liebes Partner-Pokémon. Sieh dir nur dieses Foto an. Oh, wie süß. Das ist also Picolente? Ja, ist es nicht niedlich? Diese Federn, einfach wunderschön. Und das ist noch nicht alles. Es ist außerdem noch äußerst clever und hilft mir sogar bei meiner Arbeit. Verzeihung. Es tut mir schrecklich leid, wenn ich von Picolente rede, neige ich dazu, mich etwas mitreißen zu lassen. Das ist überhaupt kein Problem.
Sie haben erwähnt, dass es Ihnen bei der Arbeit hilft. Was genau macht es denn? Flatter, flatter, fliegen, fliegen, putzen, putzen. Mal überlegen. Es erledigt Botengänge für mich. Zum Beispiel kauft er Kaffeebohnen in einem Café hier. Oh, es kauft Kaffeebohnen? Sehr schön. Ich sag es ja, dieses Pikachu ist kaffeesüchtig. Hier in der Nähe befindet sich das Hi-Hat Café. Vielleicht hast du davon gehört. Dort geht es regelmäßig zum Einkaufen hin. Wenn das ihr Café der Wahl ist, dann bestimmt wegen der Hi-Hat-Mischung. Ich sollte wohl nicht überrascht sein, dass es die Elite von Rhyme City über einen solchen erlesenen Geschmack verfügt. Ich habe es sogar heute erst gebeten, zum Café zu gehen. Aber bisher ist es noch nicht zurück. Hat es sich vielleicht irgendwo verlaufen? Wissen Sie, wo Piccolente sein könnte? Leider nicht. Die Federn vom Tatort gehören Piccolente, richtig? Ja, daran besteht kein Zweifel. Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum sie dort sein sollten. Schon der Gedanke allein, dass es in diesen Verbrechen involviert sein könnte. Ich mache mir solche Sorgen, dass ich kaum klar denken kann. Der Aurora-Tropfen. Unter all seinen Juwelen betrachtet Mr. Dennis den Aurora-Tropfen als das Kostbarste. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, ihn in seine Sammlung aufnehmen zu können. Man könnte sogar sagen, dass der Aurora-Tropfen die psychische Manifestation, die Kristallisierung, die Terra-Kristallisierung seiner Laufbahn als Juwelier darstellt. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass der Dieb stehenden Fußes seine gerechte Strafe erhält. Für jemanden, der so förmlich redet, ist Bonus ganz schön leidenschaftlich, was? Bitte, Tim, finde den Aurora-Tropfen. Ich flehe dich an. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Nach Barnes Aussage bin ich wirklich überrascht. Bin ich wirklich nicht überrascht, dass die Polizei ihn verdächtigt hat. Ja, wenn wir nur noch einen anderen Zeugen hätten. Was das angeht, vergisst du da nicht etwas, Tim? Hm? Barnes sagte, dass Vulkan und Pixie während des Vorfalls im Haus waren, weißt du noch? Richtig, vielleicht haben sie etwas gesehen. Genau, überlass das mir. Befragen wir sie, Tim. Yo, Main Electric, working hard? Right. Hey, what did I ever do to you? Was willst du, Meisterdetektiv? Sind Sie mit der Befragung von Bornes fertig? Fürs Erste zumindest, wir arbeiten nur noch daran, Beweise zu sammeln. Das ändert aber nichts daran, dass Bornes noch immer verdächtigt ist. Könnten wir Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen nichts ausmacht? Wenn es sein muss, aber ich habe nicht vor, vertrauliche Informationen mit dir zu teilen. Excuse me. Verdächtigt die Polizei Bornes wegen des Schlüssels zum Juwelenzimmer? Juwelenzimmer? Oh, so viel hast du also schon herausgefunden. Nun, es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Nur zwei Personen haben Zugang zum Schlüssel, und zwar der Hauser und sein Butler, Mr. Dennis und Barnes. Ich bezweifle stark, dass Mr. Dennis die ganze Sache nur vorgetäuscht hat, was Barnes zum einzigen logischen Verdächtigen macht. Dazu waren auch noch Federn eines Piccolente am Tatort, und der Partner von Barnes ist eine Piccolente. Offensichtlich hat Barnes den Schlüssel benutzt, um in das Juwelenzimmer zu gelangen, und Piccolente ist damit den Juwel davon geflogen. So stellt sich die Sache für mich im Moment dar. Verstanden. Wir haben bisher noch keine eindeutigen Beweise. Aber wir werden das flüssige Piccolente finden, und danach werden wir genug Beweise haben. Das wirst du schon sehen. Gut, ich werde meine eigenen Ermittlungen fortführen. Tu, was du nicht lassen kannst. Haben sie noch andere Spuren außer Bornes? Voilà, falsche Taste. Natürlich, wir haben bereits die Aussagen von allen Personen in diesem Haus aufgenommen. Kann ich fragen, welchen Eindruck sie auf sie gemacht haben? Nun, so viel kann ich wohl sagen. Mr. Dennis wirkt ziemlich erschüttert darüber, dass der Verdacht auf Bornes gefallen ist. Seine Frau Claudia reagiert ziemlich intensiv. Sie hat uns aufgefordert, und zwar wiederholt, dass wir uns beeilen und die Ermittlungen zum Abschluss bringen sollen. Uff, das klingt hart. Brad tut mir fast schon leid. Einer der Angestellten, Turner, war sehr kooperativ. Er konnte uns viele Informationen darüber geben, was bis zu dem Zeitpunkt geschehen ist, in dem er sein Bewusstsein verloren hat. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Danke, ich werde das im Hinterkopf behalten. Die Polizei kann die Leute befragen, aber nicht die Pokémon. Wenn wir mit Pokémon hier sprechen, wird vielleicht klarer, was hier passiert ist.